wunderbar. Es wird immer besser. Es wird immer besser. 5,86. Neue Benchmark. Wunderbar. So. Schneck brauchen wir eigentlich gar nicht tatsächlich. Oh, was haben wir hier? Entferne das Rohr. Frank und Antonio, Margarita, ihr seid die beiden, die vermisst wurden. I knew Mother Helen would send someone. Now that these devils are gone, we can take care of the water. We'll go with Frank cool, to start alles the klar. Camps. But in the meantime, we could use more help. Na, was brauchst du denn? Ist ja gar kein Problem, ich helfe. Dazu bin ich ja da. So, hier können wir noch unsere Waffe reparieren. Das werden wir mal ganz schnell machen. Die Pistolen, soweit ich weiß, müssen nicht repariert werden. Was ganz cool ist. So, wir werden aber erstmal die böse Sichel reparieren. Dann werden wir die böse Sichel upgraden. Sehr cool. Und wir sind bei 415. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, wir hätten den Bauplan Schlitzer. Das geht nicht. Schocker können wir machen und Starkstrom. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir Starkstrom bei der Sichel. Schon haben wir eine echt fiese Waffe, glaube ich. So, ich würde noch schnell die Eigenbaumachete würde ich auch noch schnell reparieren. Und dann stehen wir erstmal relativ... Oh, Alter, die sieht aber fies aus, Alter. Die sieht aber immerhin aus. Nee, Hammer, hau ab. Hammer wollen wir nicht. So, okay. Antonio, oh, warte mal, ich muss ein bisschen auf ihn aufpassen. Okay, da kann ich auch gleich mal die Sichel ein bisschen ausprobieren. Da freut mich. So. Antonio, wo wollen wir hin? Sag mal was. It looks like the equipment is basically okay. Ja, das höre ich gern. Pumps working. Wenn es alles funktioniert, dann klaut dir einfach mal die Hälfte deiner Rechnerkomponenten. I just worry about pressure. It's too low. Der Druck ist zu like niedrig. We have some open fire hydrants. Yeah, five of them. Okay, ertrunken auf ihn. We have to stop that leak. Und Bauplan Haftbombe, wunderbar. If we want tap water, we need to close those five hydrants. Okay, fünf Hydranten schließen, das klingt doch machbar, das machen wir. Komm. I'll do my best. Let me tell you where they are approximately. There is a car in the loading area under the crane. Use it to get to the hydrants. Sperre die Hydranten ab. Someone has to take care of this. Okay. So, Frank, was hast du nochmal? Can you check the dead in the pumping station? And make sure none of them are dangerous. If they are, then you must send them straight to hell. Ja, das kann ich gut machen. Säubern den Bereich vor der Pumpenstation. Es ist der direkt hier, das machen wir jetzt gleich. Das machen wir gleich. Das ist der direkt vor Ort. Denken wir ran. Die Jungs müssen auch vernünftig arbeiten können. Säubere den Bereich. So, wir. Ach, geht mal gleich hier vorne. Wunderbar. Hallo? So, man könnte das doch mit dem Auto machen. Die sind alle über mir tatsächlich leveltechnisch. Was ist denn los? Ach so, kriege Schaden durch meinen eigenen, durch die eigene Stromwaffe. Okay, interessant. So. Aber das Ding ist natürlich echt Bombe. So, guckt euch mal an, Alter. Da machst du da auf jeden Fall sofort Fleischsalat aus den Jungs. Ziemlich ekelhaften Fleischsalat, muss ich sagen, aber Fleischsalat. Oh, du musst auf jeden Fall mal schnell ein bisschen Heilung beginnen. Rede mit Frank. Schönes Ding. Okay, hier vorne war, glaube ich, noch ein bisschen, genau, hier ist Energy Drink, den pfeifen wir uns rein. Und wir können jetzt natürlich wieder einen Fertigkeitspunkt vergeben. Frank? Thank you, friends. You're welcome. 1290 Dinger noch hinterher, wunderbar, das läuft doch echt gut hier, Alter. Das läuft doch super. So, wie schaut's denn aus? Was wollen wir tun? Wir haben zwei bis jetzt, Schaden plus 60%. Ich glaube, das sollten wir erstmal machen, dann ist das komplett voll. Und wir können dann, glaube ich, auch hier auf den nächsten, auf das nächste Skill-Level aufschalten irgendwie. Und das wäre Experte für scharfe Waffen. Scharfe mit, Schaden mit scharfen Waffen plus 5%, Ausdauerkosten bei scharfen Waffen minus 10. Chancen auf Crit-Treffer plus 2, präzise Kopftreffer verursachen 10% mehr Schaden. Sehr schön. Du kannst jetzt niedergeworfene Feinde mit einem mächtigen Trampler endgültig erledigen. Das ist cool. Das ist cool. Das würde ich gerne ansteuern als nächstes Mal. Wir haben ja auch Raserei freigeschaltet. Ne? Also das sehen wir da oben tatsächlich
Da dieser Schlangenkopf, der jetzt so eine rote Umrandung und so eine Skala hat, den können wir aktivieren stellenweise. Der ist auch echt übel. Der ist auch echt übel. Das werden wir mal demnächst machen. So, okay, alles klar. Dann schauen wir doch mal hier. Scheint vor irgendwo der erste Hydrant, da ist er schon zu sein. So, komm, dich nehmen wir mal mit. Ja. Leider nur Cash, also was heißt nur, ne? Oh, das ist ein Schläger sogar. Der sieht mich nicht. Mal gucken, wie er so abgeht. Oh, geile Sichel, Alter. Geiles Ding. Das war jetzt gerade ein Schläger, den haben wir jetzt fast. Also 60% mehr Damage. Macht sich bemerkbar, Freunde. Macht sich. Oh shit. Oh shit, ja, der ist jetzt nicht geil. Bäm, Alter, bäm. Sauber. Richtig geil. Das finde ich gut. So, die Sichel ist natürlich relativ schnell kaputt irgendwie. Da muss ich ein bisschen Acht geben, dass ich mich jetzt hier nicht in so einem Schnitzelwahn befinde. Ansonsten habe ich ganz schnell Probleme. So, die ist schon über die Hälfte runter jetzt. Ich glaube, ich sollte mal demnächst auch wieder auf die andere Waffe switchen, damit die Sichel mir immer noch ein bisschen erhalten bleibt. Aber wir machen erstmal auf zum nächsten Spot. So, Selbstmörder, eine Menge Selbstmörder hier. So, was haben wir denn hier vorne? Totenschädel wird mir angezeigt. Oh nein, bitte nicht. Ach je. Bin gleich tot. Das ist nicht so gut. Was waren? Medipack ist H, ne? So, oh Gott. So, H. Nochmal H schnell. Mach schnell. Nein! Fuck! Ach, so ein Dreck, Alter. Jetzt bin ich, glaube ich, auch durch den Strom meiner eigenen Waffe hochgestorben. Das ist ärgerlich. Hat mich 1000 gekostet. Schade. Sehr schade. Aber es wird noch nicht das letzte Mal, denke ich mal, gewesen sein. Trotzdem, ärgerlich. Ärgerlich. Egal. Komm, wir gehen auf zum nächsten Spot. Wäre nochmal interessant gewesen, was die da gehabt hätten. So, warte mal, hier vorne können wir... Oh, hier ist eine Werkbank. Mal schnell reparieren. Reparieren für 1000. Wunderbar, schön. Also, naja, so kommst du natürlich auch immer nicht auf den grünen Zweig. Tatsächlich ist Kämpfen hier meistens eigentlich nie die beste Variante irgendwie. Ausweichen und den Kampf tatsächlich eher vermeiden, bringt dich hier, glaube ich, eher ein bisschen weiter. Oder eher zum Ziel, sagen wir mal so. So. Bom. Verschwinde. So, die gasen so ein bisschen aus. Dieser Gasschaden, den die haben irgendwie, der gibt mir natürlich ebenfalls Schaden. Ne? Der Gasschaden gibt mir natürlich Schaden. Was für ein Quatsch. So, mach zu das Ding. Piep. Haben wir. So, okay. Schläger so mit bei. Mann. Okay, wir rennen mal weiter. Hier vorne ist auch nochmal eine. Nein, 740 Dinger weg. Oh nein. Ach Gott. Oh, wie so doof. Schade, ich dachte, komm, holst du die mal alle mit einmal irgendwie, kriegst vielleicht ein bisschen Cash. Ja, Ente. Trente. Mich Cash kostet der Mist. Ja, ihr seht. Kontakt ist eigentlich meistens nie der beste Weg. Eine Menge Strom. Oh Gott, hier vorne. Oh nein, auch noch so ein Typ in einer Zwangsjacke irgendwie. Die finde ich schon echt übel. Na los, komm mal ran hier. Lass mal kurz. Oh ja. Da lacht er. So, was ist denn los? Der setzt sich aber auch nicht in Bewegung. Warte mal, wir können ja mal hier vorne
Hat doch gerade gesehen. Mit Funkgerät benutzen. Vielleicht werden die davon alle angezogen jetzt. Kann ich noch nie probiert. Warum? Mach es doch. Okay, wahrscheinlich ist es so kaputt, dass es nicht mehr funktioniert. So, kommst du jetzt hier ran? Komm noch jetzt hier ran. Los. Na, geht doch mit dir. Aufkommen. Los. Ich dachte, ich wäre ausgewichen. So. Zack, zack, zack. Ah, schnitzelt den kleinen Schelm. Okay, ist platt. Warte mal, hier vorne in der Kiste ist vielleicht Heilung oder irgendwas drin? Nein, ist nicht. Ist ja nicht so schön. Dachte jetzt mal wenigstens ein Apfel oder irgendwas. Okay, gut, dann machen wir mal schnell, gehen wir hier ran. Ist komisch, manchmal sieht man tatsächlich diese Funktionsfenster fällt weg. Also, ne, wo du halt F drücken kannst. Und du nicht mehr mit dem jeweiligen Scheiß interagieren kannst. Okay, gut. Führt er uns jetzt hier komplett zurück, oder was? Oh, warte mal hier. Alkohol. Sehr schön, nehmen wir mit. Eine Werkbank. Zwei Snacks. Nehmen wir auch mit. Ich bin mal gespannt. Oh, warte mal, hier hinten haben wir... Oh, hier haben wir auch jemanden. Hier können wir mal kurz Hallo sagen. Springt er nicht hoch? Nee, er springt nicht hoch wegen dem Schirm. Der Schirm nervt ihn. Müssen wir hier vorne rüber. So. Hi. Ah, er verkauft Sachen. Okay, alles klar. Ein Küchenmesser. Das ist nicht so gut. Das ist auch nicht so gut. Das ist alles nicht so gut. Okay, wir können ein paar Sachen verkaufen. Und das... Eigentlich könnte ich das grausame Tauchermesser verkaufe ich jetzt auch. Das ist doch Blödsinn. Das ist doch Quatsch. So, gut. Vielen Dank. It was a pleasure for me. So, kann ich hier hoch? Nee, kann ich nicht. Ich muss hier vorne rüber. So, es hat auch aufgehört zu regnen. So, schnell nochmal Coke. Ach du Schande. Mich auch getroffen sofort, wa? Ärgerlich. Alter, ist doch nicht dein... Es ist doch nicht dein Ernst! Oh Mann, Alter! 1000 Dinger wieder weg! Oh! Ey! Und ich lieg hier mal mit den Kippenstummeln. Das ist doch Kacke! So, was haben wir hier vorne? Ach so, ich glaube, hier kommen wir zur Polizeistation, oder was? Oder wie? Oh, warte mal, was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Kiste. Was ist denn hier? Ach, ja, muss ich alle mitnehmen zum Verkaufen irgendwie. Oh, ich bin so... Mann, also was ärgert mich? Oh, glühende Klinge. Glühende Klinge, schön. Das ist ärgerlich, weil sowas immer eigentlich zu vermeiden ist. Irgendwie, oder vermeidbar ist. Ja, aber nein... Hybris. Denke ich mir so, na Mann, das muss doch lohnenswert sein, den Dicken da Platz zu machen, der jetzt natürlich wieder volle Power hat. Kriegen wir immer? Ja, kriegen wir immer. Jetzt kriegen wir immer. So, okay, gut. Dann lass uns mal die Fähigkeit jetzt mal freischalten. Und zwar... Hier geht es mir tatsächlich gar nicht mal unbedingt so, dass man jetzt so minimal ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Ausdauerkosten und sowas hat, sondern es geht mir um den mächtigen Trampler. Ihr werdet sehen, der macht sehr schnell kurzen Prozess mit allem, was da am Boden liegt. Also ich find's gut. Um deinen Feind zu zerstampfen, ziele genau auf den Kopf des Feindes am Boden und drücke E. Um eine präzise Attacke fortzuführen, drücke linke Maustaste erneut, nachdem du den ersten Treffer gelandet hast. Okay. Nein. Gut, das probieren wir mal. So, okay, er führt uns jetzt weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er uns direkt zur Kirche gerade zurückführt. Das sieht nicht so aus. So, wir laufen mal einfach nach Wegpunkt. Also ich finde, die Stadt, also Moresby, hat halt auch sehr viel Charme irgendwie, ne? Weil es hat zwar alles so ein bisschen so diesen leichten Favela-Charakter, aber ich finde es tatsächlich, es ist sehr gelungen. Vom Ambiente her. Oh, lass mich. Uiuiuiui.
Okay, gut. Ich bin jetzt eigentlich direkt kurz bei der Kirche. Okay, er schickt mich auch direkt in die Kirche. Jetzt, ja, wollen wir erst rein in die Kirche? Ich guck mal ganz kurz. Okay, hier könnten, wir könnten jetzt zwei Aufträge abgeben. Wir könnten zwei Aufträge abgeben. Aber... Standard. Standard. Schön. Das ist auch schön. Standard. Besorge das Satellitentelefon. Das ist ja auch gleich noch irgendwie. Ich würde das tatsächlich mal machen und würde mich mal hierhin kämpfen. So, okay. Na dann, auf wie geht's. Beiseite! So, okay, alles klar. Wir sind angekommen. So, beseitige mal eins kurz hier diese Pack von dem Laden. Die ominöse... Geh weg. So, ich zeige euch mal eins kurz den Tritt. So, dazu brauchen wir mal ihn erstmal zu Boden. Ja, hat man jetzt super gesehen durch die Mülltonne, wa? So, hier. Zack und... Das war gerade nicht effektiv. Gibt sogar ein bisschen extra XP, was ich ziemlich cool finde. So, ich muss alle mitnehmen, ich muss alle verkaufen, ich bin so arm. So, dann lass uns doch mal hier kurz bei Nikolai oder so, heißt der Nikolai, glaube ich, reingucken ins Café. Hallo? Kundschaft. So, hier muss irgendwo jetzt, oh, hier ist ein Ausweis, und hier muss irgendwo unser Satellitentelefon sein, oder was? Wir schauen mal. Hallo? Sergei, hier kommen wir von Nikolai. If you're waiting to get served, forget about it. Hier, Kletschka. My friends packed up and left me here to die. They went to hole up in some hideout. Heard them talking about it once. Somewhere in the jungle, they say. Meanwhile, they leave me here all alone. Bastards. Ja, das, suche das Versteck der Russen, wenn du den Dschungel erreichst. Okay, der Dschungel ist das nächste, wie sagt man denn? Szenario? Das nächste Kapitel. Ah, na, ist ja toll, Alter. Gut, dann hat das ja richtig was gemacht, jetzt hierher zu kommen. So, mach mal hier deine Kippe aus, die qualmt dann schön hier. So. Okay, gut, wir haben den Ausweis und letztendlich das nächstführende, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, irgendwie. Questziel. So, wir schauen wieder nochmal kurz rauf. Oh, hoppala, entschuldigt bitte. So, wir könnten jetzt kurz bei Standard vorbeikommen. Oh, Terence Barker. Wir gehen mal zu Terence Barker. Oh, das ist aber ein schöner Umweg. Warum schickt er mich denn so? Kann ich denn hier einfach lang? Ist hier zu? Ich lauf mal dahin. Ich würde mal dahin laufen kurz. So, mal gucken, was Terence Barker hier für uns zu tun hat. Zwar müsste er doch hier irgendwo sein. Ah, okay. Anything will help. Draht, okay. Wo denn? Hier oben. Na los, dann komm mal ran hier. Polizeiwachen von. Ja, ba. Oh, oh, hier. You. I'm not gonna make it. Can you do something for me? Can you give this to my family? Ja, na klar. I didn't have a will, so I wrote it on the back of this. My last will and testament. You're witness to it. Klar, natürlich tue ich das. Terence. Sure. God bless you, mate. If they're still alive, they're at the church. Passt super. I was holding off these things so they could get away. Cool. Alles klar. Kriegen wir hin. So, also es summiert sich tatsächlich schön hoch irgendwie, was wir in der Kirche nachher abgeben. Aber wir werden eine Menge XP und hoffentlich coole Waffen und eine Menge Cash kriegen. So, Standard. So, mal kurz den Wegpunkt mal löschen hier. Hier ist Standard. Da gehen wir jetzt hin. Ein Scheiß. Okay, gut. So, okay, hier kommen wir nicht vorbei. So. Nicht schön die Ecke hier, nicht schön. Hallo? Guten Tag? Oh nein, nicht duschen wir. Wir könnten natürlich... Okay, er kommt. Boom, Alter.
Also es lohnt sich schon, die Dinger, also die halt zu Fall zu bringen, weil die halt echt eine Menge bringen, ne? Eine Menge Cash und eine Menge XP, aber die sind halt doch brandgefährlich. Brandgefährlich, Ike. Ist das nie ein Schwert? Ja, ich glaube, ich bräuchte auch mal langsam... Oh, ich müsste meine Waffe mal reparieren, vor allem. Okay, ich laufe mal erstmal weiter. So, okay. Hier vorne geht's rein. Wo ist der Typ? Ich switch mal schnell auf meine andere Waffe. Die ist zwar ein bisschen schwächer, aber dafür habe ich halt noch ein bisschen mehr. Ist sie nicht ganz so kaputt? So, und bitte seht's mir. Oh, hallo. I need your help. Ja, was ist los? My house was attacked by looters. They took it over and threw me out, and I can't fight them alone. Everything I own is in there. You get me back inside and I'll give you whatever you want. Do we have a deal? Okay, a lady plündern sein Haus sieht eigentlich easy aus. Absolutely. In times like these, you think people would pull together, but some people just take what they want and kill whoever gets in their way. Ja, so jetzt gesetzt des Stärkeren ins Herz setzt hier, ne? So you do whatever you have to do. You do it yet? Okay, also hier geht's rein. Na dann. Oha. Time to die. Oh, Penner. Okay, sagen wir uns natürlich... Oh, eine Menge Feinde. Ich würde gerne mal noch irgendwie meine schöne Sichel reparieren. Die hat halt viel mehr Power. Oha, und vielleicht nehme ich mir erstmal irgendwie ein Heilmittel. Sieht nicht gut aus. Ich kriege auch wirklich viel Damage irgendwie. Wenn die mich treffen, das ist echt nicht ohne. So, sagen wir uns auch ein. So, wie viel haben wir denn da? 7 Feinde. Uff. So, okay. Ich könnte natürlich auch mit einer Schusswaffe hochgehen. 65 Schuss ist natürlich jetzt auch erstmal, kann man, man kann es probieren. So, Geldbörse. Snack. Ja, vielleicht jetzt hier nicht alle Snacks auffressen. Zitronensaft, dieser ekelhafte Zitronensaft. Okay, und sie haben selber Schusswaffen, von daher. So, einer weniger. Das ist nicht so gut. Hier will ich nicht. Bamba. So, immer ans Knie. Jetzt weißt du, wie den Wachen in Skyrim geht. Du Schwein. So, nachladen schnell. Pistolenmunition nehmen. Ziemlich weit hinten. Schön. Ja! Okay, da ist Freude angesagt, würde ich sagen. Okay, 4 Feinde noch. Das müsste sogar noch hier im Flur sein, glaube ich. Sieht nicht so aus. So. Oh, 652. Hallo, mein bester neuer Freund. So, und die... 6, okay. Das ist schon sehr, sehr geil irgendwie. Eine stärkere Waffe jetzt wieder. Perfekt. So, muss ich da durchbrechen oder wie? Ja, ich muss da durchbrechen. Das... Ob das jetzt was wird? Ich denke nicht. Oh, doch. Aber ist doch scheiße. Das ist doch scheiße irgendwie. Nein! Was machst du denn? Was? Achso, er hat jetzt die Sichel. Er hat auf die Sichel gegriffen. Oha, okay. Schön, es hat aber auch keinen Feind erwischt. Ist ja super. Was ist denn das für eine Kacke, Alter? Was denn, warum leben denn alle noch? Das ist doch...
Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. So, okay, ich brauche Pistole wieder. Ich müsste mich mal ein bisschen weiter nach hinten schlagen. Weil hier ist tatsächlich noch die Cola. Die hole ich mir schnell. Maybe there's something in here. Dann versuchen wir mal reinzugehen. Das Ding ist, ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt hier wieder 1000 Zacken zu verlieren. Irgendwie nur, weil ich jetzt irgendwie voreilig darin renne. Wenn du keinen Bock hast, okay. So, den letzten Mal mit der Machete alle. So, ich hoffe, der hat nicht eine Waffe. Also keine Pistole. So, okay, wir schauen mal kurz, Okay, gut, die Loot machen wir nochmal her. Zack. Keine Chance gehabt. Ha, sehr schön. So, dann mach ich doch vor Freude erstmal Wasser an. Okay. So, schnell eine Cola. Wunderbar. So, bin ja mal gespannt, was uns Standard jetzt irgendwie als Belohnung dafür gibt. Was hat man denn hier gemacht? Wieso denn? Wieso denn unbedingt in der Wanne? Kraftlose Keule. So, hier ist ja noch eine Menge zu looten gewesen. Das ist aber auch schön irgendwie, dass wir jetzt... Oh, was ist in der Mitte? Achso, Aktenkoffer. Oh, und ein Plan. Mittelalter-Mod. Okay. So, wir holen quasi die ganzen Penner aus seiner Wohnung raus und rauben aber seine Wohnung im Gegenzug erstmal aus. Das ist auch erstmal richtig assi. Let's open this up. Kann man machen. Doppelstockbett. Wunderschön. Zack. So, hier haben wir. Oh, hier ist noch ein Ausweis. Sehr schön. Okay. We got it. Hier vorne noch ein bisschen. Ugly business, but it had to be done. You can't just abandon the rule of law. So sieht's aus. Thank you. God bless you. Gerne, mein Bester. Danke, Standard. 1415. Sehr, sehr cool. Das ist doch mal das ist ein guter Preis. Vielen Dank, Standard. Wo ist denn hier drin? Wo ist denn das? Essen? Ah, so. What's in here? Kraftloser Morgenstern. Ach, so eine Durchgangswohnung quasi. Das ist eine Durchgangswohnung. Auf zum Insulin. So, was ist denn hier für ein illustriert Markt treiben? Könnten wir mal einen Spaß machen? Ah, bitte, ihr Schweine. Burn, Motherfuckers, burn. Oh, das gibt da ein paar schöne Punkte. So, vielleicht finden wir da irgendwas. Mal gucken. Sind nicht alle tot? Schade. Was war denn das gerade? Ist hier noch irgendwo unsichtbar gebrannt? Oder? Oh, hier ist ein Fakt. Yeah! Sehr, sehr cool. Nehmen wir mit. Okay, weiter geht's. Ah, nochmal hier eine schöne Smack-Tankstelle. Schön. Was gibt's denn hier? Aber kein Auto, ne? Also, gut, mit dem Auto kommst du sowieso nicht vorwärts. Machen wir uns das Tor hier. Also, hier sind ja alle Straßen verstopft, etc. Oh, da durch? Nee. Das wird nix. Wo? Okay, hier vorne. Los, zu Boden mit dir. Stampfer. How do you like that? Es macht sich schon wirklich bemerkbar mit den XP irgendwie, wenn man die so seitigt. Ist halt schon echt eklig. Kann man nicht anders sagen. Ist eklig. Aber es lohnt sich.